Ja, Märsche spielen klappt wunderbar beim Musikverein Barkum. Aber das ist nicht alles. Filmmusik, Musicals oder auch Popsongs ertönen hier. Alle 2 Jahre gibt es zum Beispiel außerdem ein Kirchenkonzert. Die Gründung des Vereins liegt nun schon 97 Jahre zurück. Im Laufe der Zeit hat sich natürlich vieles geändert. Doch der Spaß am gemeinsamen Musikmachen ist bis heute geblieben. Ich kann alleine nicht so viel an Musik erreichen, wie man das in der Gruppe schafft. Und dazu kommt natürlich einfach ein großes Gemeinschaftsgefühl dann halt, weil man in der Gruppe halt zusammen, man muss ja wirklich zusammenarbeiten, damit es gut klingt. So, und das ist halt ein ganz anderes Feeling, als wenn ich mich alleine zu Hause hinsetze. Bei der wöchentlichen Probe kommen junge und erfahrene Musiker zusammen. Der Musikverein Barkum zählt 55 Mitglieder im Alter von 13 bis 75 Jahren. 70-Jährige und 18-Jährige, 15-Jährige, die haben gemeinsam Lust, solche Musik zu machen. Und dann haben wir einen Dirigenten, der uns alle Sorten von Musik vorstellt und uns spielen lässt. Dann haben wir da die ganze Palette der Musik kommt dabei vor. Harald Cooper ist im nächsten Jahr seit 25 Jahren der musikalische Leiter. Bei all der Liebe zu Musik liegt bei manchem der Gedanke nahe, die Musik zum Beruf zu machen. Vor allem die Jüngeren holen sich dazu bei Berufsmusikern Infos und wägen ab. Und da haben viele gesagt, dass der Beruf an sich unheimlich viel Spaß macht, dass es allerdings nicht mehr möglich ist, sich zum Beispiel nach einem anstrengenden Arbeitstag zu Hause ans Klavier zu setzen, um sich zu entspannen. Und ich glaube, da würde mir ein ganz großer Teil verloren gehen an der Musik. Und da hätte ich ein bisschen Angst davor. Das nächste größere Konzert gibt es am 3. Juni beim Open-Air-Abend Sommerbühne auf dem Schulhof der Oberschule in Barkum. Dabei tritt auch die Schulband der Klasse 9 auf. Bis dahin wird noch weiter geprobt. Oder besser gesagt, trainiert. Und du musst den Ton ja formen. Es ist ja nicht so wie beim Klavier, dass du da drauf drückst und dann kommt der Ton. Den musst du erstmal formen, den musst du hören und dann muss auch noch das genau im Takt sein. Da kommt aber das Gehirn da vorne, da muss aber der Prägen aber richtig mitarbeiten und dann hast du ein Fitnesstraining ersten Ranges. Weitere Infos gibt es im Internet auf www.musikverein-barkum.de. Die Proben finden dienstags um 19.30 Uhr in der Mensa der Oberschule statt, falls jemand mal vorbeischauen oder auch mitmachen möchte.